Auf geht's. So, und jetzt hilft uns das noch nie so richtig weiter, aber wir haben zumindest eine Rüstung, haben wir immer noch nie. Aber wir haben zumindest einen weiteren Kopfhörer, einen weiteren Helm. Ach man. Wir haben alles, was wir brauchen. Irgendwo war doch auch noch... Oh, das habe ich irgendwie nie mitgenommen, oder? Irgendwo war doch auch noch... so eine rote Bandage. Ich meine, ich hätte eine gesehen beim Looten, aber ich habe irgendwie daneben gegriffen, scheint's. Machen wir es erstmal so. Und Painkiller müssen wir noch in Massen haben. Bloß wo? Hier. Was hat eigentlich die Zahl im Raid unten rechts zu bedeuten? Das ist... Wenn ich ins EDS gehe, wird unten die Zahl eingeblendet, auf die die Waffe gezeroed ist. Das heißt, wenn da eine 50 steht, heißt, da wo du hinzielst, wenn da dein Ziel auf 50 Meter Entfernung ist, trifft es auch genau die Kugel dahin. Wenn das Ziel weiter weg ist, musst du ein bisschen höher zielen. Wenn das Ziel näher dran ist, musst du ein bisschen tiefer zielen, damit das funktioniert. Oder du stellst eben das Zeroing anders ein. Es ist nicht die Reichweite der Waffe, es ist wirklich nur quasi da, wo die Kugel landen würde. Weil die Kugel fliegt ja ballistisch, ne? Die fliegt nicht schnurgerade. So, jetzt haben wir es. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Ich mache euch mal ein bisschen was an. So, ich spiele nur PS. Wenn hier ein Gegner kommt, der irgendwie ein bisschen Rüstung hat, meinst du, der Flohmarkt für immer im Spiel bestehen, oder? Ich denke schon, also Nikita hat, die haben schon mehrfach gesagt, dass der Flohmarkt bleiben wird, in der einen oder anderen Form, aber er wird bleiben, er wird nicht wieder aus den Raids, aus dem Spiel komplett verschwinden. Das ist die Meinung von Battlestate, seit der Flohmarkt da ist. Und ja, es ist schwer zu sagen, ob sich und wann sich diese Meinung nochmal ändert. Oder was BSG zu einer anderen Sicht auf die Dinge bewegen könnte, was da passieren muss. Also, es ist einfach schwer zu deuten, was noch geht und was nicht in der Richtung. So, jetzt mal wieder die Regale absuchen.
viel Geballer da oben. So, wir müssen aber oben zu den Regalen. Ich kenne Tarkov nicht gut, wie viele Leute spielen zeitgleich auf der Map. Gottes Willen. Schwer zu sagen. Es können bis zu 14 auf der Map sein. Plus Bots spawnen immer wieder nach, wenn sie mal erschossen wurden in unregelmäßigen Abständen. Und dazu kommen Player Scavs, also Spieler, die als Scav in den Raid gehen. Und das alles lässt sich sehr schwer in Worte fassen. Anders als man weiß es nicht, weil das ist das Ziel von Battlestate oder des Spiels, dass man nie weiß, wie viele Gegner man gerade hat. Das ist map-abhängig, es ist zeitabhängig. Du kannst es nicht einfach aufaddieren, du kannst nicht sagen, das sind 14 Spieler auf Interchange plus 10 Scavs oder 15 Scavs plus 3 Player Scavs. So funktioniert es eben nie, sondern ja, am Anfang sind es nur die Spieler, dann kommen die Bots etwas verspätet dazu, da sind aber sicherlich schon Spieler wieder tot. Dann kann in mehreren Wellen Player Scavs einspawnen auf die Map. Das ist auch wieder, wie viele da auf die Map können, ist abhängig davon, wie viele Spieler auf der Map gerade noch leben. Und. Man kann ziemlich sicher sagen, dass man fast nie oder so gut wie nie alleine auf der Karte ist. Es gibt immer noch einen zweiten oder dritten Spieler. Sei es jetzt nie unbedingt einen zweiten, dritten PMC. Aber immer noch irgendwie einen zweiten, dritten Player Scav oder irgendwie sowas. Man weiß nie, wer hinter der nächsten Ecke vielleicht noch lauert. Und genau das macht Tarkov aus.
So, die Tushankas, die ich jetzt habe, sind auch nicht schlecht, auch wenn es nichts von dem ist, was ich eigentlich haben wollte. Ich bin nicht so richtig glücklich mit dem, was ich habe, auch wenn ich die 4 Tushankas habe. Kämmt hier jemand? Ist nichts zu sehen hier. So trübe ist das. So, wenn die hier hinten rumballern, das ist vielleicht meine Chance, vorne ins Dings zu gehen.
Boah, die Schotti mit Taschenlampe ist ekelhaft. Aus der Nähe. Deswegen, wir gucken mal, wo er langläuft. Und in der Zwischenzeit. Betonklotz, schönen guten Abend. Was für eine Suppe! Oh Mann. Ich meine, wir sollten rausgehen, oder? Ich glaube, auf Customs komme ich fast besser. Mir fehlen immer noch die Glühlampen, aber dafür ist es noch viel zu zeitig, glaube ich. Oben wird immer noch geschossen. So. Und ich hätte nämlich hier... eine Menge Items fürs Hideout, die ich rausbringen könnte, und dann können wir den Rest auf Customs holen. So, Railway ist in direkter Flucht.
Ich habe die Vermutung, Customs wird heute Abend mehr Spaß machen. Aber egal wie, es sind erstmal. Scabby Boy. Woher weiß man, wo die Extraction sind? Indem man sie gesucht und gefunden hat. Zuvor. Das ist Teil dessen, was Tarkov ausmacht, dass nicht alles vorgegeben wird, nicht alle Lösungen, sondern dass das die Spielerschaft selber finden würde, selber finden muss. Und so geht's halt immer wieder los, wenn eine neue Karte kommt, dass alle Spieler da erstmal offline auf die Karte gehen und die Ausgangspunkte suchen, wo es rausgeht. Das ist aber auch kein Problem. Dafür gibt es die Community, dafür gibt es YouTube. Wenn du Schwierigkeiten hast, auf irgendeinem Exit, auf irgendeiner Map die Exits zu kennen, zu wissen, es gibt wirklich tausende Videos zu jeder einzelnen Map, die beschreiben, wo die Exits sind. Und dann geht's im Raid mit Doppel-O, gibt es den Klick und da steht da, welche für mich verfügbar sind. Und davon kann ich mir einen halt aussuchen. Manche sind immer da, manche sind zeitbegrenzt. Für manche muss man was tun, damit sie überhaupt erst aufgehen. Auf der einen Karte sind mehr, auf der anderen weniger. Kein Glück mit meinen Items. Das ist, glaube ich, der vierte oder fünfte Raid, wo ich alles Mögliche rausziehe, was ich so irgendwann mal brauche, aber nichts von den Sachen, die ich unmittelbar benötige. So. Wie oft bist du mit deinem PMC gestorben, als du EFT angefangen hast? Ich habe EFT angefangen zu einer Zeit, wo man das Spiel noch nicht richtig spielen konnte. Weil, wie gesagt, da gab es Factory als einzige Karte und die Scav haben durch alles durchgeschossen mit Laserwaffen. Aber ich hatte so am Anfang ein bisschen nie. Als es dann wirklich anfing, ...20-30% Survival Rate,
Irgendwo in dem Rahmen. Ich habe ein bisschen Respekt vor den Typen da drüben. Also da drüben wird gekämmt. Da ist kein Reinkommen. Вон он, блядь! Да ну на, ты кройся!
Drecksau! Gott, was ist das für Munition? Autsch! Was ist das so, KP7, richtig?
Das ist ein gutes Zeit. Zumindest meiner Meinung nach. Das ist die Meinung, ob was gut ist oder schlecht ist, an der Stelle hängt wirklich von eurem persönlichen Geschmack ab. Ich finde es gut, weil sich damit sehr gut zielen lässt, finde ich. Und es ist halt eins, was du ohne Handstelle zu machen auf jede AK schnallen kannst. So, ich gehe raus. Ich will die Level 4 Rüstung haben. Das Fadenkreuz ist versetzt. Ja, aber einen halben Zentimeter. Und es kommt, du zielst ja gerade trotzdem durch das Fadenkreuz und nie über mittig über die Waffe. Du siehst ja, dass die Waffe nicht gerade hängt. Also der Charakter zielt schon übers Fadenkreuz. Und ob die Kugel nur einen halben Zentimeter links oder rechts einschlägt, ich weiß noch nicht, ob er das vielleicht sogar mitjustiert, das kann ich euch nie sagen. Aber in dem Bereich, in dem du mit dem Scope normalerweise schießt, 20 bis 50 Meter, spielt das keine Rolle. Aber es ist neben dem Pickel 06 eines der mit der präzisesten Möglichkeit zu zielen, ne? Weil die meisten Red Dots haben halt das Problem, dass sie viel zu große, also finde ich, A, viel zu große Zielkreuze, wie auch immer man das Namen, wie man immer das Ding nennen will, haben. Und B, was noch viel schlimmer ist, der eigentliche Scope-Aufbau noch viel größer ist. Ne, die einigen Rotpunkt-Dinger. Das andere Schöne ist ja hier, du hast nur diesen ganz dünnen Metallbügel gesperrt, während du bei vielen anderen Scope ein massiges Bauteil oben drauf hast und dann in der Mitte so einen kleinen Punkt, in dem du wieder durchguckst. Auf geht's.
und wünscht mir Glück. Natürlich finde ich jetzt in 5 Aktenschränken keine D-Batterie und kein Nichts und Tagefall.
Risiko. Scheiß Camper hier unten.
Gibt's nicht! Ich bin die ganze Scheißrunde in diesem Haus. Und in dem Moment, wo ich beschossen werde und raus muss aus dem, steht der Typ da und schießt mich auch noch grün und blau. Und trifft auch noch eins ums andere Mal durch die Büsche, ne? Der hat mich ja sogar noch durch die Büsche getroffen. Das kann nicht wahr sein. Ah, Mann. Dave, schönen guten Abend. Und vielen Dank für den Raid. Und herzlich willkommen an die Leute von dir. Ah, Mann. Klar. Mit der zweitschlechtesten Munition für 9x19, die es gibt. Green Tracer. So, jetzt muss ich aber erstmal schnell Schlüsselkunde machen. Also, GDIS Key wollen wir haben, Customs Key wollen wir haben. 110 wollen wir haben, 114 brauchen wir noch. 104 brauchen wir nicht, 105 brauchen wir nicht, 120 brauchen wir nicht, 114 nehmen wir mit. Den brauchen wir gar nicht mehr. Und .204 nehmen wir mit. So, das ist ein Quest-Item, wir machen das so. Tag auf Menü schon wieder down. Oh, da haben wir ja Schwein gehabt, dass wir in den Raid gekommen sind.
Ist die Frage, wie laufen wir? Vielleicht soll ich später nochmal wiederkommen. Ich höre nicht, wenn die rüberkommen. Die Tankstellen-Kia habe ich nicht mit.
Walli Walli grüßt Sosa. Könnte ja auch mal ein echter dabei sein, ne? Ey, sag mal! Was geht denn hier ab? Mann, das kann doch nie wahr sein. Hat der zwischendurch durch die Dings geschossen? Der war auf der einen Seite vom Graben, ich war auf der anderen Seite vom Graben und der hat durchgeschossen. Ich habe Treffer kassiert. Maiko, nein. Welche Geschenke?
Wer oft stirbt und wenig Geld hat, dem hilft Prepper aus. Holy shit, das Gunpowder ist da. Das ist das erste Mal, dass ich was finde, was ich heute eigentlich haben will. Okay. Hoffen wir, dass uns keine Spieler groß entgegenkommen. Ich bin noch verletzt, ja. Erstmal. Das sind wichtige Sachen. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht.
Was für eine epische Suppe. So, sollen Sie sich gleich darum kümmern? Ein bisschen Licht. Warum ist manchmal so eine komische Auflösung? Weil das ein Kompromiss aus Auflösung und Bildqualität ist mit begrenzter Bitrate, die man bei Twitch nun mal hat als Streamer, um das Bild zu übertragen. Dass es mittlerweile eben 936 sind und nicht glatt 900, ist wiederum Optimierung dahingehend, dass die Auflösung sinnvollerweise durch 8 bzw. 16 teilbar sein sollte, damit
die Komprimierung optimal ist, sprich bei so krummen Werten. Passt das unter Umständen wieder nicht. So. Der Hering nimmt mir auch Wasser. Kurze Frage, warum wirkt EFT manchmal in-game auf einmal so? Meinst du hier im Stream oder? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Einerseits gibt es den Noise-Effekt. Den kann man an- und abschalten. Der macht halt ein Bildrauschen mit rein. Der ist bei mir generell aus, weil ich sowas nie leiden kann. Ich meine, dafür habe ich einen PC und nie irgendeinen alten, schlecht unempfindlichen Film. Diese ganzen Sachen, diese ganzen Effekten hier. Chromatische Abravision, oder wie sie heißt. Hier dieses ganze Gedöns. Chromatische, genau, Aberration und Noise und sowas. Das sind zwei Sachen, die simulieren ja letzten Endes nur Fehler von schlechten Kameras. Motion Blur ist auch sowas. Was in so vielen Spielen eingefügt wird, was so überhaupt nicht natürlich aussieht, weil normalerweise, klar, hat man irgendwo verschwimmt das Bild ein bisschen, wenn man sich schnell bewegt. Aber das Gehirn gleicht ja vieles aus. Und wenn das Gehirn aber sieht, dass der Kopf sich nicht bewegt und man hat trotzdem dieses Verwischte, weil man ihn viel drumherum wischt, dann ist das alles andere als natürlich. Skeff da hinten. Nee, Spieler. Leck mich doch, kann ich hier nie einmal was kriegen? Alarm ist an, das hatten wir gemacht. Da ist was zu trinken.
So, wenn der Alarm so klingt, dann heißt das noch nicht anders, als dass das Kiba schon offen ist, ne? Stimmt da gar nicht. Meine Waffen sind nicht alle. Ich habe mehr als genug Waffen im Stash. Bloß es nützt mir im Moment ja nichts, wenn ich eine mitnehme. Ich sterbe ja trotzdem. Scheiße, da lagen drei Lampen. Steve, du weißt ganz genau, dass du ein Spiel gekauft hast, was noch in Entwicklung ist. Du bist nicht gezwungen, 120 Euro auszugeben. Was soll ich sagen? Und außerdem gab es erst vor zwei Tagen die Nachricht, dass mit dem nächsten größeren Patch Steam Audio zurückkommen wird. So. Wenn er fertig ist, Duvel. Wenn er fertig ist. Aber das meine ich, ne? Klar gibt es da unten die Glühlampen, aber du kannst Wetten drauf abschließen, dass da Spieler rumturnen.
Und die turnen da eben nicht wegen den Glühlampen rum, sondern die turnen da wegen den Grafikkarten und wegen dem sonst was rum. Das ist die einzige PvP-Zone hier. Gut, Kiba ist noch eine halbe mehr, die es auf der Karte gibt. Und diese Zone erstreckt sich über drei Läden auf zwei Etagen, die aber intelligenterweise direkt übereinander gebaut wurden. Es ist... Das ist ein Scav, oder? Der hat sogar noch einen großen Rucksack mit. Ich hoffe, der vergisst seine Agro.
Hoffen wir, dass es wirklich nur noch drei Lampen sind, die ich brauche. Ich weiß es nicht. Drei oder vier. Gehen wir noch mal gucken. Die Lampen sind weg. Zehn Punkte Wasser. Thank you.
Herr Kapellmeister, ich mag Sie nicht. Können Sie in Zukunft damit aufhören? Meine Nerven. Mann, ey. Müssen die Abende immer so zu Ende gehen? Entschädigt für die... Ein bisschen was ist geschafft, oder? Mal gucken. Ich hatte eigentlich zwei Ziele ausgerufen für den Start des Abends, damit wir, oder drei Ziele, damit wir danach was Interessantes machen können. Jetzt ist der Abend so gut wie rum. Und Illumination sagt mir nie... Oh, fuck. Ach, jetzt habe ich die Glühbirne und jetzt brauche ich die Dinger. Okay. Aber wir haben die Glühbirnen. So. Dann aber wenigstens was anderes. Siehst du, noch nie mal das Ziel, pack mal. Hier. Das Minimalziel des Abends. Eine Waffenkiste. Eine Munitionskiste. Leute, es ist 0:04, 0:08. Ich glaube, für heute reicht's. Morgen sollte es dann wirklich klappen, dass wir die Beleuchtung hinkriegen, weil die vier Kabel, die kriegen wir auf alle Fälle. Da brauchen wir wirklich bloß Computer looten und dann ist gut. Die sind nicht in der heißen Zone. Und da ist, denke ich mal, leichteres Rankommen.